Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Ihr hört einfach Wissen und heute mit folgendem Thema. US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ja, auch seine Frau Melania habe sich angesteckt. Eine enge Beraterin hatte sich zuvor mit dem Virus infiziert. Nachdem sich eine seiner engsten Beraterinnen mit dem Coronavirus infiziert hatte, ist US-Präsident Donald Trump nun ebenfalls positiv auf das Virus getestet worden. Auch seine Frau Melania habe sich mit dem Virus angesteckt, bestätigte Trump auf Twitter. Wir werden unsere Quarantäne und Erholung sofort beginnen. Wir werden das gemeinsam durchstehen, schrieb Trump. Seine Frau Melania äußerte sich ebenfalls via Twitter. Wie zu viele Amerikaner in diesem Jahr hatten sich ihr Mann und sie nach dem positiven Corona-Test in häusliche Quarantäne begeben, schrieb die First Lady. Uns geht es gut und wir haben alle bevorstehenden Termine verschoben. Trumps Arzt Sean Conley bestätigte das Testergebnis. Dem Präsidenten und der First Lady geht es derzeit gut, schrieb er. Seien Sie versichert, dass ich erwarte, dass der Präsident weiterhin seine Pflichten ohne Unterbrechung erfüllen kann. Trump und die First Lady hatten sich den Corona-Test unterzogen, nachdem Trumps enge Beraterin Hope Hicks positiv auf das Virus getestet worden war. Sie wurde positiv getestet, sagte Trump im Interview mit dem Fernsehsender Fox News. Wir verbringen sehr viel Zeit mit ihr. Auf Fotos vom Mittwoch war Hicks auf dem Militärflugplatz Joint Base Andrews außerhalb des Präsidentenhelikopters Marine One in unmittelbarer Nähe von Trumps Berater und Schwiegersohn Jared Kushner zu sehen. Beide trugen keinen Mund-Nasen-Schutz. Trump mutmaßte, dass sich Hicks dort bei Angehörigen des Militärs oder Polizeibeamten angesteckt haben könnte. Bereits vorher hat es im Trump-Umfeld schon mehrere Corona-Infektionen gegeben. Hicks ist allerdings die dem Präsidenten am nächsten stehende Person, von der bekannt ist, dass sie sich infiziert hat. Laut übereinstimmenden Medienberichten war sie am Dienstag mit Trump in der Präsidentenmaschine Air Force One zur TV-Debatte nach Cleveland gereist, bei der Trump zu seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden getroffen war. Bei dem TV-Duell machte sich Trump noch darüber lustig, dass Biden häufig mit einer Maske zu sehen sei. Ich trage keine Maske wie er. Jedes Mal, wenn du ihn siehst, hat er eine Maske. Er könnte 200 Fuß von mir entfernt stehen und er taucht mit einer großen Maske auf, sagte Trump über Biden. Der US-Präsident behauptete zudem, niemand hatte die Gesundheitskrise besser bewältigen können als seine Administratoren, was zu einer hitzigen Debatte führte. Ob das nächste TV-Duell wie geplant am 15. Oktober überhaupt stattfinden wird, ist nun ungewiss. Trump ist 74 Jahre alt und hat damit ein erhöhtes Risiko für Komplikationen. Er trägt selbst in der Öffentlichkeit meist allerdings keine Maske. Das Weiße Haus begründete dies mit den regelmäßigen Tests des Präsidenten und seiner Mitarbeiter auf das Coronavirus. Trumps Sprecherin Kelly McEnery bezeichnete das Tragen von Masken im Juli als persönliche Entscheidung und verwies darauf, dass sie regelmäßig getestet werde. Trump wird daher in der Corona-Pandemie immer wieder vorgeworfen, die Gefahr durch das Virus nicht ernst zu nehmen. Zuletzt hatte es wieder zahlreiche große Wahlkampfauftritte gegeben. Sie fanden zwar unter freiem Himmel statt, daran teilnehmen konnten aber tausende Anhänger, die nicht verpflichtet sind, Maske zu tragen und größtenteils dicht an dicht stehen. Die Corona-Pandemie ist in den USA immer noch nicht unter Kontrolle. Mehr als 7,2 Millionen Menschen infizierten sich seit Beginn der Pandemie und mehr als 207.000 Menschen starben. So, das war schon wieder mit einer neuen Folge von Einfach Wissen. Was sagt ihr dazu, zu Trumps Aussagen, zu seiner eigenen Coronavirus-Infektion? Schreibt es einfach mal in die Kommentare, schreibt eure allgemeine Meinung zu der Situation und natürlich zu der US-Präsidentschaftswahl. Wer wird das Rennen gewinnen? Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.